Hallo, in diesem Video besprechen wir zwei SRDP-Aufgaben, die typisch sind für den Bereich quadratische Funktionen. Ich zeige gleich die erste Aufgabe. Keine Sorge, wird gleich größer und schärfer. Nur damit ihr die Aufgabe finden könnt, einmal der Titel, Wirkung der Parameter und die Aufgabennummer 1267. Gegeben ist eine Potenzfunktion g mit der Gleichung g von x ist gleich c mal x² plus d mit c kleiner 0 und d größer 0. Und diese beiden Bedingungen verraten uns eigentlich schon recht viel. Wenn das c kleiner 0 ist, also das x² mit einer negativen Zahl multipliziert wird, dann handelt es sich um eine nach unten geöffnete Parabel. Und weil das d größer 0 ist, wird diese Parabel nach oben verschoben. Im Koordinatensystem befindet sie sich also ungefähr hier. Dann versuche jetzt doch gleich selbst die Aufgabe zu lösen. Überlege dir am besten für jede der Aussagen, warum sie richtig oder falsch ist. Beginnen wir mit der ersten Aussage. G schneidet die y-Achse im Punkt P ist gleich d0. Die y-Achse ist hier, Schnittpunkt mit dem Funktionsgraphen ist hier. Wir gehen nichts nach links oder rechts, die x-Koordinate ist also 0. Und wir gehen d nach oben, weil es eben um d nach oben verschoben ist, das heißt hier d. Und wir sehen jetzt schon, das ist nicht der Punkt, da wurden x- und y-Koordinaten vertauscht. Wir sind eigentlich schon fertig mit der Begründung, wir wissen, das ist falsch. Der Vollständigkeit halber, weil jeder ein bisschen anders lernt, zeige ich noch zwei andere Möglichkeiten, wie man herausfinden kann, dass diese Aussage falsch ist. Einmal wissen wir, dass es der Schnittpunkt mit der y-Achse ist. Also, dass die x-Koordinate 0 sein muss. Und wir könnten dann in die Funktionsgleichung für x 0 einsetzen. Das ergibt dann g von 0 ist gleich c mal 0 Quadrat plus d ergibt d. Wir haben wieder den Punkt 0 d. Die dritte Möglichkeit wäre, ihr überlegt euch, wo sich der Punkt d 0 befindet, also auf dem Koordinatensystem mit x- und y-Achse. Gehen wir zuerst d nach rechts und dann 0 nach oben oder unten. Das wäre also der Punkt hier. Und da wissen wir auch, dass das nie ein Schnittpunkt mit der y-Achse sein kann. Das heißt, das streichen wir mal durch, da müssen wir uns gar keine Gedanken mehr machen. Zweite Zeile, g besitzt zwei Nullstellen. Wenn wir uns diese Skizze anschauen, dann könnte das stimmen. Wir machen mal einen Strich. Ich lasse den zweiten für das vollständige x noch weg. Wir können ja zum Schluss vielleicht nochmal drüber schauen. Dritte Aussage. Je größer das d ist, umso steiler verläuft der Graph von g. Na, das d hat ja nur was damit zu tun, ob die Funktion nach oben oder unten verschoben wird. Nichts mit steiler oder flacher. Das können wir also gleich ausschließen, das wird sicher nicht stimmen. Vierte Aussage. Je kleiner c ist, umso flacher verläuft der Graph von g. Das könnte schon eher stimmen. Wir müssen hier aufpassen, dass das c auf jeden Fall kleiner 0 ist. Und dann sind so Aussagen mit je kleiner c immer ein bisschen gefährlich. Wir machen am besten ein Beispiel. Zum Beispiel minus 4 und das ist kleiner als minus 2. Wir haben also minus 4x² und minus 2x². Wenn jetzt der Funktionsgraph von minus 2x² so aussieht, dann muss der Funktionsgraph von minus 4x² steiler sein. Also je kleiner das c ist, umso. Und da sollte stehen, steiler verläuft der Graph von g, weil das c eben jetzt im negativen Bereich ist. Die Aussage wäre nur dann richtig, wenn wir hier den Betrag von c hätten. Weil dann wäre 4 größer als 2, dann würde es wieder stimmen. Aber so stimmt es nicht, wir streichen es durch. Fünfte Aussage, g besitzt einen Hochpunkt. Und wenn die Parabel nach unten geöffnet ist, dann ist das auf alle Fälle richtig. Wir kreuzen das an,
Wir wollen zwei Aussagen finden, die richtig sind. Das heißt, wir haben die Bestätigung, auch die zweite Aussage ist richtig. Eine weitere Aufgabe heißt Potenzfunktion. Die Aufgabennummer ist 1122, wird gleich größer. Von einer Funktion f mit der Gleichung f von x ist gleich a mal x² plus b ist der Graph gegeben. Und wir sollen hier die Parameter a und b bestimmen. Das steht noch da, aber sehr unscharf. Die Parameter a und b bestimmen. Okay. Ich markiere sie mal. Beginnen wir doch mit dem Scheitelpunkt. Der heißt 0,5. Und Erinnerung, die Scheitelpunktform f von x ist gleich a mal x minus xs hoch 2 plus ys. Und jetzt überleg doch, was kann ich mit der Scheitelpunktform jetzt sofort herausfinden? Wir wissen, dass beim Scheitelpunkt die Koordinaten xs und ys sind und dass wir jetzt hier hinten plus ys stehen haben. Und genauso alleine hier das plus b, das heißt, wir können direkt ablesen, b gleich 5, wegen dem Scheitelpunkt. Und auch b ist immer die Verschiebung des Graphen und der Graph wurde um 5 Einheiten nach oben verschoben, also deshalb wissen wir auch, b ist gleich 5, muss richtig sein. Ich zeige wieder andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man könnte natürlich diesen Punkt in die Funktionsgleichung einsetzen. F von 0 ist gleich a mal 0 Quadrat plus b ist gleich 5, also wegen dem y. Und dann ergibt es genauso b ist gleich 5. Diese Vorgehensweise machen wir jetzt, um a herauszufinden. Wir brauchen also noch einen Punkt dieses Funktionsgraphen und nehmen einen mit ganzzahligen Koordinaten, zum Beispiel diesen hier, der heißt 5, 0. Und setzen das in die Funktionsgleichung ein. F von 5 ist gleich a mal 5 hoch 2 plus b ist gleich 0. Das b kennen wir ja schon und setzen also gleich ein. Das ergibt uns a mal 25 plus 5 ist gleich 0. 25a ist gleich minus 5. Und dann erhalten wir a ist gleich minus 5 durch 25. Gekürzt sind wir dann beim Ergebnis angekommen. A ist gleich minus 1 Fünftel. Und somit haben wir auch diese Aufgabe gelöst.